Dies ist Dreamlight Valley. Willkommen zurück, Leute, zu einer neuen Folge Disney's Dreamlight Valley. Wir sitzen hier immer noch auf unserem Bett, sind inzwischen, denke ich mal, einigermaßen gut ausgeruht. So. Und wir müssen immer noch unser Freundschaftslevel erhöhen. Ich überlege gerade, ich könnte eigentlich nochmal was kochen. So. Wir kochen mal noch ein paar Cracker. So, kochen. Sind zwar nur Ein-Sterne-Gerichte, wobei wir können auch noch ein paar von den Obstsalaten machen. So. Weil ich denke nämlich, wenn wir hier viel Obstsalat... Oh, können wir auch mehrere gleich machen auf einmal? Koche 10 Gerichte. So, was haben wir noch zu tun? Aufgaben. Freundschaft ist alles. Und so, wir müssen neue Aufgabe von Dagobert und von Goofy machen. Dagobert wollten wir eigentlich in der letzten Folge schon machen, da stand aber dann Merlin auf einmal da. So, dann würde ich sagen, gucken wir doch mal bei Onkel Dagobert vorbei. Und was ich aber jetzt noch vorhab... Hallo! Mickey, ich habe etwas für dich. Und zwar... Sehr gut! Obstsalat! Oh Junge, das ist schön! Freundschaftslevel Nummer 3. Gartenarbeit Level 3. Dein Begleiter kann mehr Ernte einbringen. Sehr schön. Hey du! Okay. Ah, wir können ihm jetzt helfen. Er hat jetzt eine Aufgabe. Ich könnte mir keine liebere Liebste wünschen. Ich vermisse all die Dinge, die wir früher zusammen gemacht haben. Wie Lieder singen und Picknicks machen. Vielleicht können wir ein Picknick machen. Das war eine von Minis Lieblingsbeschäftigungen. Das hätte ihr sicherlich gefallen. Wie wär's, wenn du das Essen besorgst und ich mich um den Rest kümmere? Wir wollten gerade zu Onkel Dagobert gehen. Okay, jetzt haben wir natürlich das Level von... Okay. Tut mir leid, Onkel Dagobert. Du musst noch eine Runde warten. Wir müssen Fischbrötchen und Rohkost. Okay, Fischbrötchen und Rohkost. Was brauchen wir denn für Fischbrötchen und Rohkost? Haben wir da überhaupt schon die Rezepte dafür? Fischsuppe? Das ist aber schwierig. Oh, ich freue mich so, dich zu sehen. Ja, Mickey? Was soll ich mitbringen? Ja, und... Danke, Kumpel. Die Rezepte? Bis bald. Wir haben doch die Rezepte noch gar nicht. Fischbrötchen und Rohkost. Sammlung. Sammeln wir erstmal unser Dreamlight ein. So, kochen. Freundschaft. Werkbank. Okay. Faser. Was haben wir hier neu? Ah, das Vogelhaus. Und das Kleid. Und hier haben wir das Bett neu gehabt. Ja, das Problem ist, wir haben das Rezept noch gar nicht. Das heißt,
Minnie wird vermisst, wird dann doch noch etwas warten müssen. Und wir werden doch erstmal bei Onkel Dagobert vorbeigucken. Weil wir brauchen ja Fische und... Wobei, ich probiere mal was. Ich bin mir nicht sicher, ob das klappt. Wir haben das Rezept nicht, aber... Ich sag mal, ein Fisch und Weizen und kochen. Ein Fischbrötchen. Hey, sehr nice. Okay, Moment. Dann können wir das vielleicht doch machen. Also, wir brauchen Rohkost und Fischbrötchen. Dazu brauchen wir natürlich noch einen Fisch. Das heißt, ich gehe erstmal angeln. Rohkost. Für Rohkost brauchen wir vielleicht Karotten? Karotten und Äpfel? Kennt ihr das? So geriebene Karotten und dann noch einen geriebenen Apfel dran? Das ist super lecker. Das hat früher immer super lange gedauert, das zuzubereiten. Oh, jetzt habe ich mich hier verzielt. Wenn man immer alles selber geraspelt hat und dann ging das Essen super schnell. Aber Rohkost, Möhrenrohkost, mega. Regenbogenforelle. So, ich würde sagen, wir probieren das einfach mal. Karotten haben wir genug und Äpfel auch. Vielleicht bekommen wir das ja wirklich hin mit Karotten und Äpfeln. 5-mal Rohkost und noch ein Fischbrötchen kriegen wir auf jeden Fall auch hin. Also müssen wir uns wirklich hier Rezepte ausdenken. Also als allererstes nehmen wir nochmal Weizen und unseren Fisch. Sehr gut, da ist unser zweites Fischbrötchen. Und jetzt würde ich sagen, wir machen eine Karotte und einen Apfel. Rohkost. Sehr gut. Die Frage ist, geht das auch vielleicht nur mit einer Karotte? Okay, das geht auch nur mit einer Karotte. Dann... Wenn ich jetzt 3 Karotten reinwerfe. 3 Karotten ist eine gegrillte Gemüseplatte. Okay, dann lieber wieder nur eine Karotte rein, weil wir brauchen ja den Rohkost. So, und vielleicht einen Salat. Gibt Salat auch Rohkost? Neues Rezept, Salat. Okay, Karotte. Sehr gut. So. Ah, Mickey war schon bei uns drin. So, wir haben alles. Mickey, hey. Guck mal hier. Fischbrötchen. Moment. Warum können wir das nicht auswählen? Rohkost. Aber wir das... Bitteschön. Ah, und jetzt. 1 und hier von... 4. Bitteschön. Hey du! Wow, sieh dir das ganze Essen an. Folge mir zum Picknickplatz. Ich habe einen perfekten Platz auf der friedlichen Wiese gefunden. Oh, ein Picknick bei Sternenhimmel. Sehr Bis geil. Bis bald! Wir sammeln nebenbei noch ein bisschen Holz.
Ein perfekter Platz. Hier. Hinter Vajanas Haus. Hallo! Oh, ich glaube, Mini wird das lieben. Den Himmel, das Gras. Dieses Picknick hätte ihr sicher gefallen. Wir haben noch gar nicht gepicknickt, oder? Oh. Und ich bin mir sicher, dass sie dich gerne als Freund hätte. Oh, sie fehlt mir. Mickey, ich glaube, da passiert etwas. Ich glaube, wir haben das Haus falsch platziert. Das ist natürlich blöd. Wow, ist das Mini? War sie das wirklich? Wo ist sie? Warte, Merlin und ich haben etwas schon einmal gesehen. Mini ist nicht verschwunden. Ja, ich habe das auch gesehen. Aber auch nicht ganz, weil da steht ja Vajanas Haus. War es das, was du mir vorhin sagen wolltest? Es muss das vergessen sein. Es sind nicht nur Erinnerungen verloren, die verloren gehen. Auch die Dorfbewohner beginnen zu verschwinden. Wir müssen herausfinden, wie wir Mini zurück ins Tal bringen können. Und mit deiner Hilfe können wir es schaffen. Ich muss zu Merlin gehen. Lass uns bald wieder darüber reden. Danke, Kumpel! Mini wird vermisst. Okay, das war ein bisschen unglücklich, dass wir jetzt hier das Haus geparkt haben. Von Vajana. Ob wir das nochmal umplatzieren sollten, aber dann stelle ich es nachher irgendwo anders hin, wo irgendwie dann Mini wieder auftaucht. Okay, wir haben uns die ungünstigste Stelle für das Haus ausgesucht, wie es scheint. Aber gut, ich lasse es mal da in der Hoffnung, dass nicht noch irgendwie ein Event da hinten am Teich passiert, das wir nicht ganz sehen. So, auf jeden Fall haben wir das Picknick mit Mickey gehabt. Und jetzt, was machen wir jetzt? Können wir noch was anbauen? Oh, wir können noch ernten. Sehr gut. Wir können noch mal was ausprobieren. Haben wir eh so viele Äpfel. Was ist denn, wenn ich... Fünf Zutaten. Fünf Äpfel. Gibt auch nur Obstsalat. Und... drei Himbeeren und zwei Salat. Grüner Salat. Okay. Jetzt haben wir so viel gekocht. Ich würde sagen, das müssen wir noch mal schnell unter die Leute bringen. Ich habe wirklich Glück. Meine Nachbarn sind toll. Hey. Erfordert das sechste Freundschaftslevel. Okay. So, hier können wir jetzt erstmal den Salat. Junge, ist das schön. So, was geben wir noch? Ich würde sagen, hier die gegrillte Gemüseplatte. Level 3. Könntest du es auch mal angucken? Danke, Moment. Kumpel! Vielleicht stellen wir uns mal hier hin. Hey, du! So. Wir verfüttern jetzt unsere ganzen Gerichte an Mickey erstmal. Dann sind wir auf jeden Fall schon auf Level 4 gleich. So, was haben wir noch? Level 4. Woohoo! Freundschaftslevel 4. Okay, mehr Ernte einbringen. Hallo du! So. Was können wir noch? Wir haben noch einen Obstsalat. Perfekt. Und haben wir noch irgendwas? Da unten ist noch mehr. Wir haben so viel Obstsalat gemacht. Und es kostet uns Energie, wenn wir... Level 5. Und was haben wir bekommen?
Ein Fenster, ein Buntglasfenster. Hey du! Haben wir noch was, was wir Mickey geben können? Okay, wir haben auf jeden Fall noch einen Cracker und noch einen Obstsalat. Sehr gut. Und dann geben wir auch noch einen weiteren Obstsalat. Ich glaube, wir müssen bessere Gerichte kochen. Dann steigt das Level schneller. Mit den kleinen Gerichten geht es zwar auch, aber das dauert ziemlich lange. Hier ist noch ein Cracker. Wir sind fast Level 5. So, was haben wir noch? Eine Himbeere? Okay, das bringt so gut wie gar nichts, eine Himbeere. Ein Apfel vielleicht? Okay. Da, glaube ich, sollten wir eher noch was kochen. Danke, Kumpel! Ich glaube, ich gehe noch mal kurz runter zu Goofy an den Shop. Und schau mal, dass ich noch ein paar Samen kaufe, dass wir noch was anpflanzen können. So. Na, wie geht's? Ah, Moment. Oho. Sorry, können wir vielleicht den Shop erweitern? Sei gegrüßt, Nachbar. Ja, eine gute Investition. 1000 nur. Ja, okay, dann verbessern wir doch den Shop nochmal. Sehr nice. Wann das? Nochmal, Moment. Ansehen. Oh, Junge! Schön, dich zu sehen. Hey, Goofy, du hast jetzt hier zweimal Himbeeren drin in deinem Shop? Aber uns interessieren auf jeden Fall die Karottensamen. Ich weiß gar nicht, haben wir oben Platz für... Wie viel haben wir denn Platz? Okay, ich kaufe einfach mal 50. Wow. Bringt das uns auch Level up bei Goofy? Oh. Ah, kaufe Samen. 85 haben wir gekauft. So, und die können wir hier anpflanzen. 20 Stück. Oh, vergessen zu halten. Ah, immer erst einmal kurz drücken. Und jetzt lang. Und jetzt sollten wir hier automatisch die ganze Reihe bepflanzen. Das sieht sehr gut aus. Die brauchen natürlich alle noch Wasser. Und wir haben auf jeden Fall mittlerweile richtig viel Energie. Gut wäre es, wenn wir die irgendwie schneller pflanzen könnten. Aber gut, man kann nicht alles haben. Dann einmal die Gießkanne. So, da haben wir das auch geschafft. Sehr schön. So, jetzt wollen wir gerade mal gucken. Wie ist das denn mit den Fenstern, wenn wir hier ein Fenster anbringen? Möbel. So viel haben wir ja noch nicht. Fenster. Oh, das ist aber riesig. Jetzt ist die Frage, können wir das... Wo können wir das am geschicktesten hinmachen? Okay, ich probiere es einfach mal hier, wie es aussieht. Und die Frage ist, sehen wir das auch von außen?
Weil ich würde ja gern unser Haus an sich auch mal ein bisschen verbessern. Oder können wir das hier von außen im Baumenü machen? So. Haus. Sprich mit Dagobert. Ah. Weil hier können wir nur das gesamte Haus umstellen. Okay, vielleicht wenn wir mit Dagobert gesprochen haben, wenn wir Dagoberts Freundschaftslevel erhöht haben, vielleicht kriegen wir dann hier das Haus mal von außen ein bisschen schöner und innen ist es ja auch einfach viel zu klein noch. Okay, dann packen wir uns hier draußen mit der Gießkanne und in der nächsten Folge gehen wir dann zu Onkel Dagobert und schauen mal, wie wir ihm helfen können. Also macht's gut, Leute, und bis zum nächsten Mal.